Hallo, grüßt euch, herzlich willkommen auf meinem Kanal zur nächsten Map-Vorstellung für Transport Fever 2. Ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid. Der gute Zetter, der hat nämlich wieder zugeschlagen. Der hat ein fiktives Moseltal gebastelt und ja, ich habe ihn dazu quasi ein wenig inspiriert, nämlich im Stream hat er mal gefragt, ob wir ein paar Kartenideen hätten. Da habe ich gesagt, Moseltal wäre mal richtig geil. Ja, und zack. Ich glaube, das ist knapp 2 Wochen her und hier ist das Moseltal. Ich weiß, dass er zwischendurch auch irgendwie unterwegs war, nicht zu Hause. Das heißt, er hat, obwohl er einige Tage gar keine Zeit hatte zum Bauen, diese wunderbare Karte einfach mal so gebaut. Also er ist wirklich ein Naturtalent. Das Ganze ist nochmal extra betont fiktiv. Es soll hier nicht das Original Moseltal darstellen, sondern es ist nur angelehnt daran. Ortschaften entlang dieses Moseltals sind, so wie er geschrieben hat, auch da, wo sie sein sollten, in echt, beziehungsweise er hat sich an den Orten entlang der Mosel hier orientiert und hier auch gesetzt. Und wir gucken uns die Karte jetzt mal an. Ein großes, großes Dankeschön geht natürlich an den ZAD raus. Und wenn ihr die Karte nutzt und euch im Steam Workshop abonniert, Link ist natürlich unten in der Videobeschreibung, würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn ihr dem Guten einen Daumen nach oben da lasst, einen netten Kommentar, vielleicht noch einen Steam-Preis. Und er hat da auch seine PayPal-Seite verlinkt. Also wenn ihr ihn da in dem Sinne ein wenig unterstützen möchtet, ist das auch möglich. Ja, legen wir mal los. Hier unten geht's los in Winningen. Und es ist ja wirklich wunderbar, ne? Auch in der Realität, wie die Mosel sich durch dieses Tal schlängelt. Das ist wirklich in diesen Schleifen richtig schön natürlich. So mein Stand, also ich glaube, da ist nichts begradigt, gar nichts. Wirklich, wirklich schön. Hier ist vielleicht ein bisschen irritierend, hier haben wir zweimal Löff. Aber das geht natürlich nicht, wenn man hier zwei Städte setzt, das sind zwei Städte quasi. Aber nur eine Stadt darstellen will, muss man die natürlich gleich benennen. Er hat das ja, ich glaube hier hinten zum Beispiel, hier hat er ja Heiner Kirche, Heiner im Riegel, Heiner. Hier hat er das dann aber so geregelt, dass er halt beide Städte Löff genannt hat, um darzustellen, dass das halt ein Ort ist. Ja, hier haben wir Koban-Godorf, das heißt Koban-Gondorf. Das weiß ich auf dem Train-Simulator, nicht Godorf. Kleiner Fehler hat sich da eingeschlichen. Dann haben wir hier eine schöne Brücke über die Mosel. Und dann geht es hier weiter, auch die Straßen hier gesetzt. Dann ist hier die nächste Brücke nach Löff. Und hier kann man wirklich die wunderbare Bahnstrecke, die hier entlang führt, nachstellen. Ne? Das ist einfach nur herrlich. Da dann eine schöne Mitfahrt machen. Er hat auch geschrieben, das Ganze ist eher für den Schönbau, weil das ziemlich kostenintensiv ist. Wir können mal kurz die Finanzen angucken. Mal auf Play drücken. Dann sehen wir vielleicht die Straßenkosten dann gleich noch, die hier entstehen. Und natürlich die ganzen Straßen, die er hier gebaut hat, die kosten dann natürlich auch Unterhalt. Aber auch das hat er geschrieben, wer eine Herausforderung sucht, ist hier gut aufgehoben. Auch hier schön, wie sich die Straße hier hochschlängelt in den Serpentinen nach Lieg. Und von hier hat man auch einen wunderbaren Blick hier über die Mosel. Herrlich. Wir können noch mal ganz kurz hier mitfliegen. Ach, ist das nicht schön. Einfach nur sehr, sehr schick. Also die Karten von ihm sind immer wieder eine Augenweide. Ja, dann geht es hier weiter. Nächste Brücke. Können wir auch ganz kurz gucken. Jupp, das ist alles schiffbar. Und dann geht es hier nach Brodenbach. Und hier oben geht es dann nach Lübzen. Und dann hier runter nach Cochem. Ne, hier hat er das auch so gemacht. Das soll ein Ort sein. Ne, ihr seht schon, 166. Na gut, das sind die Zinsen. Darlehen sind 50 Millionen, aber das lässt sich ja alles mit dem Sandkastenmodus regeln. Dann zahlt ihr das zurück, macht euch einfach wieder 50 Millionen unten hin, fertig. Dann haben wir hier Moselkern. Hier geht es dann rum, auch nochmal eine Brücke. Dann schlängelt sich die Mosel hier wieder zurück nach Müden. Hier hatte ich auf Google Maps geguckt, was das hier für ein Arm ist. Das kann ich euch nicht sagen, das weiß wahrscheinlich jemand von euch. Ich jetzt nicht gefunden bei Google Maps. Und dann geht es hier hoch nach Pommern, Binningen. Und dann haben wir hier noch Borsdorf. Ich denke, dass das auch noch angedeutet ist. Ein kleiner Arm der Mosel,
Und ja, die fließt wahrscheinlich hier raus, nochmal in eine Kurve und dann hier rum. Sehr schön. Dann haben wir aber auch noch hier das Umland quasi der Mosel mit einigen vielen Städtchen. Weidendorf, Otterstadt, Teichel, Tittling, Martensdorf, Wusterwitz, immer auch ordentlich Industrie, so wie man das ja auch von ihm kennt. Alles schön beieinander. Hier haben wir die Ölquellen, bringen wir hier rüber und dann hier zur Raffinerie und dann verteilen wir das Ganze. Hier haben wir auch Steine, dann dürfte die Baumaterialfabrik gar nicht weit sein. Na, wo haben wir sie? Ein Splint. Baumaterialfabrik ist dann hier hinten. Und doch eine ordentliche Strecke. Aber kann man dann natürlich wunderbar mit dem Zug verfrachten. Dann haben wir hier Eisenerzbergwerke Kohle. Und hier haben wir dann gleich die Stahlfabrik bzw. das Stahlwerk. Auch wieder schön mit den Feldern gearbeitet, obwohl ich hier, ja, da, keine Ahnung, das sieht schon ein bisschen seltsam aus. Als würde es da nicht hingehören, aber auch mal schön in die Geografie hier rein. Nicht immer nur gerade. Und auch die Weinberge kann man hier dann natürlich sehr schön nachstellen, hier entlang der Mosel. Also wirklich ganz schön stimmig das Ganze. Gefällt mir sehr, sehr gut. Und dann haben wir auch noch ein kleines Örtchen Engeln. Richtig schön gemacht mit den Straßen, die sich hier durchschlängeln durchs Gelände. Nächster Ort hier unten, dann Moselkern. Sehr, sehr schön. Koblenz ist nicht dabei, muss aber auch nicht. Und das geht ja nur um die Karte. Muss ja jetzt nicht die bekannteste Stadt irgendwie dabei sein, die es da gibt oder die größte. Es geht ja einfach nur um die Karte an sich. Und wenn ich das so sehe, ja, die hätte ich natürlich auch gerne gespielt im Schönbau. Das wäre richtig schön gewesen. Die Karte ist übrigens im Mittel, Seitenverhältnis 1 zu 1. Und dann hier hinten auch noch schön Felder, ganz viele Bauernhöfe. Hier ist dann gleich die Lebensmittelfabrik. Hier haben wir noch Macken, Dommershausen, Haina, Morshausen, Beulich. Und schön viel Industrien hier verbaut. Da ist einiges dabei. Produkt. Na, kann man schön. Wir haben nur eine hier Bedarf. Das brauchen wir genau. Wir haben drei Sägewerke auf der Map. Machen wir das gleich hier vorne. Ups. So, hier haben wir ein Sägewerk. Hier haben wir dreimal Wald. Wo haben wir noch ein Sägewerk? Hier unten. Gleich nur, oder? Auch schön, können wir hier mit LKWs rüberfahren und dann die Bretter gleich hier rüberbringen zur Werkzeugfabrik und das Werkzeug dann in die Städtchen verteilen. Sehr cool. Ja, ich denke, der Rest ist selbsterklärend. Ich muss das Video ja nicht länger machen, als es eigentlich nötig ist. Schöne Karte, um das Ganze nochmal am Ende abzurunden. Schöne Karte, aber das ist mir ja von ZAD gewöhnt. Ich bin gespannt, was da noch so kommt. Schöne Map wäre vielleicht auch, ja, was könnte man noch machen? Schöne Gegend in Deutschland. Die Eifel. Ist auch noch mega, ne? Ich weiß gar nicht, gehört das Moseltal nicht auch schon zur Eifel? Ja, vielleicht, wer da wohnt, der wird jetzt vielleicht lachen, aber ich glaube ja, ne? Ich glaube. Cool. Ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn euch die Vorstellung gefallen hat, könnt ihr natürlich auch gerne einen Daumen nach oben da lassen, wenn ihr neu auf meinem Kanal seid. Gerne auch ein Abo und die Glocke aktivieren, dann verpasst ihr in Zukunft keinerlei Map-Vorstellungen. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns in einem meiner nächsten Videos wiedersehen. In dem Sinne, danke und ciao, ciao.